Hallo Freunde, willkommen. Sieht schon wieder aus, ne? Zu einer weiteren Folge No One Survived, ganz spontan. Wir sind im Winter, ist der erste Tag. Sind wir angekommen? Mir fehlt leider immer noch die Blaupause, die haben wir nicht finden können bisher. War noch kein Respawn Rotation hier in der Police Station. Wir können immer mal wieder reingucken. Jetzt werden wir heute uns mal hier um diesen Wohnkomplex oder was das hier auch ist, dieses kleine Örtchen für sich. Da werden wir uns jetzt mal drum kümmern. Genau, da sind wir jetzt auch. Es ist früh am Morgen. Die Frage ist nur, wo gehen wir rein? Ich würde sagen, wir gehen hier rein. Guck mal, wie weit wir kommen. Wir werden schon irgendwelche komischen Viecher kommen, die ein bisschen mehr aushalten. Ja, was suchen wir gezielt? Nach wie vor Solarzellen, also Paneele, die Blaupause versteht sich. Die Teile auch erstmal nicht. Und dann diese hier, die Advanced Parts. Würden wir noch mitnehmen. Vielleicht, naja, kommen wir ja ein bisschen Kohle noch mitnehmen zum Brennen. So. Wir haben jetzt erstmal zu tun, Leute. Wir werden jetzt erstmal hier. Da wird die ganze Folge dauern, glaube ich. Ich war hier auch noch nie, auch nicht im Offline-Game. Kabel brauchen wir noch für unsere Lichtgeschichte und so, ne? Motor hatten wir auch schon mal. Nehmen wir mit. Licht nicht viel. Rubber haben wir auch noch. Bauen wir uns jetzt mal in das ganze Drama hier. Das wird jetzt. Ewig da. Kann man hier hoch oder sterben wir dann? Rutschen wir hier irgendwo durch? Nee. Ja, viel Spaß, Leute. Wie gesagt, nach wie vor haben wir leider die Blaupause nicht finden können, um erstmal wieder einen großen Schritt vor allen Dingen, ja, weiterkommen zu können. Das ist sehr ärgerlich. Aber es ist, wie es ist, ne? Kabel nehmen wir mit, ein bisschen Electric. Ich habe noch einen Fuel-Generator finden können. Oh, hier. Große Batterien. Eine mal mitnehmen. Nochmal eine mitnehmen. Die andere können wir jetzt gerade nicht tragen. Nach wie vor mal austauschen. Alles so, ne? Kommen wir gleich aufs Auto. Müssen wir aber nochmal rein. Die eine müssten wir noch mitnehmen. Oh, hier sind überall noch 200 Ampere-Stunden Batterien. Hefte. Was wir brauchen, haben wir da. Ich muss kurz mal lesen, wenn es dunkel ist. Blueprint. Refrigerator haben wir. Advanced Medical Lab haben wir. Water Storage haben wir auch. Vielleicht finden wir ja hier sogar die, die wir brauchen. Das wäre natürlich toll. Unsere heutige Loot-Tour. Das wäre echt genial. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier ein paar gute Batterien mitnehmen, ey. Die für unsere Dings. Haben wir noch zwei im Inventar für unsere Lampe? Wir werden auch nicht alles so krass looten, aber überall mal reingucken, so, ne? So, okay. Hier packen wir ins Auto Batterien, holen uns nochmal eine. Oh. Ohne Schalldämpfer, aber wir haben hier draußen schon ein bisschen gecleant. Der Sturm ist immer noch sehr laut, aber es kommt jetzt zu Ende. Naja, nicht ganz zu Ende, aber er ist halt sehr laut im Vergleich. Ich mal dran denken und ein bisschen lauter sprechen.
Ach du Gott, da geht ja die halbe Kamera kaputt. Da. Dann packen wir Batterie rein hier. Die können weg, die will auch keiner haben zum Tauschen. Das waren alte Hefte. Nimm jetzt nochmal 2, 3 Batterien, ne? Schon mal das Glück haben, Leute, dass hier ein ganzer Arsch voll 200 Ampere-Stunden Batterien ist. Nehmen wir natürlich welche mit. Können aber immer nur 2 tragen, Leute. Die sind sehr schwer. Holen wir uns nochmal 2, dann. Passt doch. Werden wir gar nicht alles schaffen hier in der heutigen Folge. Na, wo kommst du denn her? Du hast auch mal was gehört und dachtest, du gehst der Sache mal nach. Was fehlt uns denn? Oh, wir müssen mal was trinken. Schon mal 6, 8 gehen in den Tisch rein, 2 hatten wir glaube ich schon drin. Können wir glaube ich den ganzen Tisch sogar austauschen, den ersten. Vielleicht wenn wir irgendwann nochmal, sofern wir das so lange noch weiterspielen, auch nochmal einen zweiten Battery Table brauchen. Mal sehen, wie der Verbrauch denn der ganzen Gegenstände ist, wenn wir mal so weit sind. Gut, passt. So, haben wir hier noch was drin? Oh, nice. Haben wir also auch noch nicht gesehen. Friseursalon. Ein Barbershop oder irgendwas. So, Paneele wären jetzt ganz geil noch. Solarpaneele. Mal gucken, wo wir hier sind. Sind hier von der Seite reingekommen. Oh, das lässt sich auch alles nicht looten hier gerade. Okay. Ist nur so platziert. Wo war denn? Ja, hier können wir gerade nichts machen. Bedeutet, wir können hier auch wieder rausgehen aus der Halle. Das hat er nur so platziert. Graphic Failure. Nicht mehr, ne? So, wo machen wir uns weiter? Gucken wir geradeaus. Ja, gucken wir geradeaus. Wo wir dann rüber in die Wohngebiete schauen, gucken wir erstmal hier nochmal in den, ja, nennen wir es Industrial Complex hier, ne? Hey. Du hinter uns auch noch? Wo bist du hin? Da haben wir auch noch einer. Der Baum lässt uns nicht treffen. So, Freunde. Was ist hier? Wir brauchen noch so ein paar Parts halt. Die würde ich immer gerne mitnehmen, aber wir liegen jetzt die Autos hier auch nicht. Blaupausen gehen wir da irgendwo raus. Autos können wir immer mal looten, ne? Kostet jetzt eine Zeit. Ja, ein paar Kupfererze und ein paar Silber würde ich mitnehmen, genau. Den Rest haben wir soweit ausreichend. Erstmal. Ziegel und so auch. Schmutzig sind wir schon wieder. Ein paar Silbererze nehmen wir mit. Da brauchen wir unbedingt noch ein paar Barren. Die haben wir jetzt nicht so zu Genüge. Silbererze.
Das wird eine lange, lange Aufgabe, hier durchzuluten. Und ich hoffe einfach, dass wir die, vor allen Dingen diese Blaupause finden vielleicht, die uns noch fehlt. In den Wohngebieten hinten oder so. Wäre schon ganz geil. Das wäre schon mega, mega, Leute. Mega. Das andere Kram lassen wir erstmal. Können wir immer holen. Neben hinter unserer Base gibt es das auch alles. Aber Kabel nehmen wir natürlich mit für unsere Lampen und Leitungen. Und weiß der Geier was. Was wir noch damit alles dann bauen. Weiter. Raus geht's. Nächste. Industrial Complex hier. Da kannst du nicht rein. Das ist nur so platziert, wie es aussieht mit dem Graffiti. Vor allen Dingen, das Auto war total Schrott und jetzt gerade zum Winterbeginn kam bei dem Händler die Reparaturkiste wieder. Das ist echt zu wenig, ey. Deswegen wird es Zeit, dass wir die selber herstellen können. Aber auch dafür müssen wir erst diese eine Blaupause finden, die uns dann den Weg bereitet. Die können wir auch nicht looten. Nur platzierte Gegenstände. In den Hallen. Das weiß im Winter. Ja, da hinten hat sich einer verirrt. Lassen wir aber mal in Ruhe. Das ist auch nur platziertes Kram hier. Können wir gerade nicht looten. Hier genauso. Okay, dann ab ins Auto. Wir fahren weiter nach links, nach Westen von oben her gesehen von der Map. Und kommen dann Stück für Stück näher an die Wohn- und Einkaufsdingsbums ran. Irgendwann mal schon mal ganz kurz angehalten hatten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Nice gemacht hier, ne? Hübsche Modelle. Und vorsichtig. Können wir auch nirgends rein. Betons ist, glaube ich, alles nur Deko, oder? Ja. Können wir gerade nicht looten. Aber die Paletten hier. Bitte, die Blaupause ist am allerwichtigsten. Vielleicht finden wir die ja hier. Ey, das wäre so genial. Das wäre so genial, Leute. Wir machen heute hier mal eine Gebietsloot-Tour mit euch. Deine Erzbrocken und diese blauen Toolboxen so, das haben wir hier echt nonstop, ne? Vorsichtig. Ist noch Paletten drin, aber ich glaube, wir gucken da jetzt nochmal rein. Dann brauchen wir die nämlich nicht mehr looten. Es scheint nämlich, dass da immer das Gleiche drin ist. Alles, was wir nicht mitnehmen wollen, hier können wir nicht looten. Toolboxen, genau, das ist Erze, Toolboxen, Öl und so weiter. Haben wir da scheinbar immer drin auf den großen Paletten, hier aber auch. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, ist hier gerade alles das Gleiche. Okay. Eine Solarzelle bisher. Keine Paneele. Und nichts weiter. Was haben wir hier? So ein Restaurant, was leer ist, ist noch nicht fertig gebaut. Das Hauptsache ein paar Bilder hier machen. Krieg ich Appetit? Burger, wir lieben Burger. Oder? Oder sind das Geist? Die können auch nichts looten. Schade. AD. Ich denke mal, das ist hier noch in Preparation. Hier baut er bestimmt noch dran. Der Kollege. Zombie.
als ob die alles noch lootable wären. Seid ihr da hinten so gespawnt oder was? Ich muss ein bisschen im Auge behalten. Ich habe jetzt nicht so viel mitgenommen. Aber es sollte funktionieren. Na gut, dann werden wir jetzt mal darüber in das. Oh, ist das kaputte Brücke oder irgendwas? Da werden wir jetzt in das Wohngebiet mal gehen hier. Wir kommen jetzt schon langsam. In die Gegend. Noch eine. Ich steige mal gerne aus, damit die das Auto nicht kaputt machen. Oh, kommt hier noch einer? Wo kommt hier denn alle her? Was jetzt? Können wir jetzt noch 5 Meter weiterfahren? Das sieht so aus. Fashion. Da steht noch ein Zombie. Schauen wir uns mal alles an. Ein bisschen Essen ist sogar auch nicht schlecht, aber ich glaube, das ist alles noch in Arbeit, würde ich behaupten. Großzügige. Ui, ich habe mal die Red Bull gegeben, ey. Wer zur Hölle hat die Red Bull gegeben? Wire-Kabel nehmen wir mit. Oh, ein Fabrics brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Finden wir auch. Kabel. Unsere Elektrizität. Nett. Nett, 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 Leute. Aber wie es aussieht, werden wir hier keine Blueprints finden. Aber dafür kriegen wir schön Kabel, auch nicht schlecht. Wenn wir nämlich weiter dann irgendwann als Licht ausstatten und so weiter, habt ihr ja gesehen, dass wir Kabel brauchen. Das ist immer sehr teuer und es dauert auch ewig lange, das herzustellen. Ne? Weiter geht's, Leute. Weiter geht's. Ja, das werden wir in der Folge alles gar nicht schaffen. Wir fahren dann gleich mal durch in dieses eine Einkaufscenter da hinten. Da können wir eh nichts looten in den Capstone. Auf der Erde. Und geplündert hier Klamottenladen. Das dann sicherlich alleine durch. Wir haben auch noch so einen großen Wohnkomplex. Wir müssten mal hier so hinfahren. Da war so ein riesiges Einkaufszentrum. Bedeutet, wir würden jetzt hier nur durchfahren. Ob wir hier durchkommen und direkt Kurs darauf nehmen und werden da nochmal reingehen. Ihr seht ja, was hier alles ist. Das werde ich mir alles dann mal anschauen. Hoffen. Das kriegen wir auch nicht in 2 Folgen rein, wenn wir hier alles wirklich machen sollen. Da ist dieser Mordkomplex oder was? Das ist aber hier. Das ist auch mal voll. Durch hier. Und der Sturm ist so laut wie immer. Ne? Oh ne, das ist ein großer. Großer war ich schon. Der hier so viel aushält. Raus. Alter, die sind doch gleich vor uns. Ich wollte gerade sagen. Stuck.
Mist, du Idiot! Oh, jetzt ist der jetzt schon wieder los hier. Reload. Was ist das für ein Meer? Zähe Brüder, ey. Pumpkin wäre da besser. Aber ich wollte hier nicht nochmal eine mitschleifen, ey. Boah, so viele verletzt sind wir gar nicht. Eine Infektion haben wir auch nicht. Alles gut. Ey, ist es noch einer? Das ist jetzt das Mal der, ne? Das ist nicht so mal ein Viech, Alter. Das wäre jetzt doof. Bleib ruhig da hinten. Geil. Was ist so viel Ammo? Ey, der lebt tatsächlich auch noch. Das spottet uns nicht, oder? Schnell rein hier ins Warme. Wir denn hier rein? Nö. Da ist eine Tür. Jetzt wird er uns doch sehen. Hä? Ist nicht rein. Old Town Coffee. Scheiße. Hier ist einmal durch mit uns hier. Das muss man mal fühlen. Okay, da wären wir. Da wären wir mal ein bisschen gut in hier. Kommen wir jetzt hier rein in die Bude. Ja? Das hat natürlich jetzt ungeplant ordentlich Ammo gekostet. Hier haben wir auch ein bisschen was zu futtern. Sehr schön. Ein bisschen Buff-Food, oder? Ja. Trinken haben wir hier, Essen haben wir hier. Passt. Du hast jetzt Luft bekommen, wegen der Ammo. Und gleich einen Schluck trinken, clean. Clean Water. Was haben wir eigentlich genug weg damit? Ja, Leute. Dann müssen wir die mal ein bisschen... Warten. Maintenance. Dann haben wir nochmal eine Pulle. Das, jetzt sind wir drin in der Hütte hier. Oh Gott, hier finden wir auf jeden Fall keine Blueprint. Blaupause. Music Instrumentals. Ich nicht auf, ne? Aber so. Lady Style. Ist jetzt nicht irgendwas, ne? Gibt's hier irgendwas zu looten? Ist ja nett gemacht von ihm, so ein Einkaufszentrum, ne? So ein Mall. Cleopatra, das ist alles Klamotten. Hallo. Bist du ein Angestellter? Fitness. Sie durchsuchen. Klamotten halt, ne? Cold Resistance plus 55. Und wir haben. Das ist die gleiche, genau. Plus 55. Kälte Resistenz. Treppenhaus. Hier geht es leider nicht rein, hier in die Pumperbude. Machete hätte man nicht mitnehmen können. Zum Ammo sparen, ja, dann ist es zu spät. Ein bisschen sparsam sein. Solange er nicht mehr, dürfte nur nicht mehr so ein komisches Viech kommen, wie so ein Krabbler.
Dann wird das alles kein Problem sein. Pharmacy. Schon nice. Design. Ne? Treppenhaus. Ab, du ekelhafte Kuh. Du bist vor allem so schön. Aber ich glaube, hier werden wir nicht groß looten können. Pharmacy ist auch zu. Essen und sowas kriegen wir hier. Oh, jetzt sind wir natürlich wieder eingesaut. Müssen wir uns waschen. Tja, liebe Leute. Da sind wir schon wieder durch mit der heutigen Folge. Ich werde diesen Komplex noch ein bisschen looten, logischerweise. Kommt noch jemand? Hinter uns. Kommt hier nicht mehr, ey. Da vertragt hier so viele Kugeln. Mal mit den Zombies wie hier gekillt da. Wo stand denn das? Skill? Hier, 809 Zombies, Alter. Okay, hier gibt's nichts Gutes für uns, liebe Leute. Ja, ich loote hier noch ein bisschen durch. Ich hoffe, euch hat das wieder gefallen. Wie gesagt, wir brauchen die Blueprint für das eine Dings da, für diese Werkbankgeschichte. Oder wie man es nennt, damit das endlich weitergeht. Das ist echt sehr wichtig. Sonst kommen wir hier nicht mehr wirklich voran. Leider. Das nehmen wir auch gerne mit. Kabel. Ja, in diesem Sinne, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge. Viel Spaß noch.